Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. Heute mit dem Paul. Hallöchen. Jo, ich habe wieder diese schöne Maske auf hier. Das ist wunderschön, ne? Ja, ich weiß. Danke, danke. Der Paul, der hat schon bestimmt irgendeine Mission im Kopf. Der tut nur so, als hätte er keinen Plan. Der wählt die gleich aus und die werden wir machen. Ja, wir holen eine Runde Vorräte für meinen kleinen Bunker hier. Den und auch Vorräte. Um die Forschung und die Waffenproduktion vorangeht. Aber das habe ich alles schon mal in einem Video. Okay. Schwarzer Bildschirm. Black Screen Simulator 2017. Ui. Mir fehlt ein Fahrzeug Here sogar. we go. Find the supplies and take them back to the lab and make sure they're not too damaged in the. Ich warte mal. Jo, ich möchte mein Fahrzeug abholen. Yay, Ach, da ist es. PNG-Regen. Joa, ich hab im Austausch für eine bessere Bildstabilität die Details auf normal gestellt, alles. Soll ja schon angenehm für alle sein, wa? Der Paul kann ein bisschen besser spielen. Ach, du spawnst. Ich dachte, du kommst da raus. Dann bin ich auch. Bei mir nicht, bei mir bist du jetzt einfach da vorne gespawnt. Ja, ich will. Okay, ich kann schießen. Ist auch kein Billigpanzer. So gut wie das Original Panzerband. Hashtag not sponsored. Ich habe voll die krassen Reifen. Ey! Otto! Aber ich schieße bitte nur alles, was hinter uns ist, ab, weil wenn irgendwas vor uns oder neben uns killt, das explodiert dann, das ist scheiße. Okay. Schädigt uns halt extrem. Ich habe noch keine beste Panzerung getroffen. Blödes Auto. Ja, mal diese Ferrari-Fahrer. Ja, Cabrio-Fahrer. stimmt. Ferrari, genau. Ist aber immer Ferrari. Was Nein. für den Wetter, ne? Achtung, fliegendes Motorrad voraus. Irgendwo in weiter Ferne. Oh. Nein! Ja, los, schieß nach hinten, um uns anzutreiben. Ich helfe mal ein bisschen beim Lenken, ne? Wow, da war auf einmal Busch. Oh Gott. Parkplatz. Oh. Wow. Hör auf. Meine Güte. Ah, wir rauchen schon. Ja, toll gemacht. Danke. Das war Sarkasmus. Ach, ich liebe Sarkasmus. Ich auch. Die Dummen verstehen es nicht und nehmen es dann als Kompliment. Das ist doppelt so witzig. Oder die verstehen es nicht und du denkst dir nur, oh mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? So true. Hey, die Reifen sind aus Feuer, das brauchen wir auch. Ja, der auch Feuerreifen. Ist das jetzt in? Der ist richtig heiß unterwegs. Neues Update. Heiße Räder für die Heist-Mission. Oh. Wow. Glaube, ich habe da viel zu viel Spaß dran. Ja. Es leiden ja nur virtuelle Menschen. Dann geht das ja, ne? Treffer. Hey. Ah, Mist. Whee! Der Autofahrer. Ach, der süße Schrei nach Verzweiflung, nach Leben.
Der hat mal direkt abgebogen. Wir müssen diesen Van da klauen. Also nicht kaputt machen. Okay. Du bleibst da drin, okay. Wart kurz, bis du hinter mir bist. Okay. Du bist wahrscheinlich sowieso schneller als ich. Buß! Das Ding ist nicht wirklich schnell. Wie du mich ausgetrickst hast, ey. Das Problem ist nur, ich kann damit nicht schießen, wenn ich fahre. Ich müsste erst umsteigen auf die andere Position. Ja, und dann bleibst du stehen. Hört sich nach einer genauso schlechten Option an. Oh nein! Wehe, die anderen Spieler kommen jetzt auf uns los. Hoffentlich nicht. Bis jetzt dreht sich keiner zu uns um. Weil gerade habe ich im Spiel Ruckler, aber die Aufnahme ist flüssig. Ah, kommt manchmal vor. Ich habe die ganze Welt weggeladen. Alle kreischen so. Ich fahr ganz normal. Alle kreischen, okay. Oh, ein dreckiger weißer Van. Also ich fahre in aller Ruhe, wird so beschossen. Oh Gott, Stempel des Todes. So, ich fahre ja einfach ganz gemütlich durch. Jo. Sind ja alle bei dir. Von daher. Nö, nicht mehr. Oh, scheiße. Ich werde angeschossen! Hilfe! Ich hab den Fahrer gerade erschossen, da höre ich nur so: Amigos! Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein. Das habe ich mal bei meinen Neffen gemacht, ne? No, der hatte früher voll gerne Bob der Baumeister geguckt und dann. Ich auch. Dann hab ich abgewartet und dann gefragt, so, können wir das schaffen? Ich Fernseher aus. Nein. Du gehst jetzt ins Bett. Du ein Tyrann. Du Monster. War schon spät für den, war 8 Uhr, der durfte normalerweise nur bis 6 aufbleiben. Ich habe den bis 8 Uhr aufbleiben lassen, weil ich halt sein Onkel bin. Musste babysitten. Mein Panzer explodiert gleich. Ich verlasse mein Schiff nicht, bevor sie komplett untergegangen ist. Oh mein Gott. Er geht gleich hoch. Wenn es so weitergeht, bin ich auch noch matsch. Wo so matschig? Hast du von mir geklaut, du? Nein. Du Pilz, du. Nee. Oh, doch. Als ob die da auch bremsen würden. Seh nix wegen dem Baum. Überall Bäume. Warum bist du jetzt nicht durchgekommen? Weil Baum. Nicht so. Okay, ich bin beim Bunker. Abkürzung! Devanimo! Nope. Denied. So, ich komme hinterher. POW, schalte das Ziel aus. Was? Jetzt hat irgendwie anders eine Mission gestartet. Ich glaube, können wir jetzt trotzdem Vorräte holen? Ich hoffe es einfach mal. Ey, das Ding raucht ja immer noch. Ah, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Okay. Ich komme. Was wir noch mal so Mission wie ich hinten einfach zwei Löcher im Rückgrat habe, ey.
Ich lauf weiter. Wer braucht schon das Rückenmark? Das läuft da förmlich raus. Wie ich dich gerade angucke mit der Maske. Ja, du machst mir Angst. Das ist gut. Mein Meister ist weg. Nein! Maxbank, sind Sie Ja, für ich den muss das wieder. Weltuntergang bereit? Ich muss Investieren das Sie in den immer. einzigen atombombensicheren Bunker, den Sie je brauchen werden. Besuchen Sie noch heute irgendeine Internetseite von GTA. Ui, ich habe gerade 5000 für Labwächter-Aktivitäten bekommen. Jo. Du brauchst keinen Bunker, ich hab ihn. Du bist du trägst gekommen. Mehr als 5000 Dollar bei dir. Ich weiß. Wäre das mal in real life so, ey. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ups. Jetzt fahre ich aus Versehen wieder den Bunker rein. Genius. Einfach nur Genius. Ach ja. Jetzt sehe ich diese Animation nochmal. Ich liebe es. Moment, da ist irgendeiner, der schießt mich an. Irgend so ein NPC. Wie tritt man nochmal? Wie tritt man nochmal? Mit der Faust. Und dann halt ganz normal schlagen. Du kannst auch mit der Waffe auch schlagen. In der Hand. Ja, wenn der doch lebt. Ach so. Oder auf E oder R. Nee, R ist nachladen. Ja, auf R kannst du auch zuschlagen, Marco. So, jetzt hat er seine Lektion gelernt. Toll. Leck dich nicht mit Sohan an. Moment, falscher Film. Deswegen kriege ich jetzt ein bisschen Fizzy Bubble. Das ist wieder am Arsch der Welt hier, ey. Warte mal. Wo ist denn das? Kann ich abkürzen? Oh, ich kann hier richtig abkürzen. Husten! Nein, das bremst, wenn du nach vorne schießt. Nähe zum VIP. Plus 100 Rangpunkte. Wie du einfach das Illuminaten-Symbol hast. Ja, weil ich CEO bin. Okay, will er nicht hoch. Aber auch nur, weil GTA ist, sonst hättest du das Freimaurer-Symbol, ne? Ja. Boosten! Boost mal mehr. Geht nicht! Was die für eine Steigung schafft. Alter, das ist doch nicht mehr normal! Alter! Wenn ich die Steigung zu mir nach Hause laufen müsste, ey, ich würde umziehen. Oh mein Gott, da würde ich... Stell dir vor, du müsstest jeden Tag diese Strecke hochlaufen, weil da keine Straße ist. Alter, ich hätte mir sofort eine andere Wohnung gesucht. Wenn ich mit dem Panzer hochfahren könnte, wäre es ganz okay, aber nicht hochlaufen. Ja, hast du extra immer unten an der Straße einen Panzer für dich, ne? Jo. Paul, was machst du? Fahren. Mann, gegen die Leitplanke, gegen das System. Okay. Ups. Ey, guck mal, der hat auch Feuerräder. Die sind echt in heutzutage. Nice. Müssen wir uns auch mal anschaffen. Baum! Okay, hast Glück gehabt, dass da kein Baumstamm drin war. Oh ja. Das ist sowieso das Blöde. Die Hälfte der Büsche haben Baumstämme, der Rest nicht. Und du weißt es halt nie, bis du reingefahren bist. Nein, 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 nein. Ach, ist das nicht ein Amphibien-Ding? Ja, wir sind die coolen Kinder. Oh, hier kriegst du einen richtigen Boost, ne? Ja, auf dem Wasser schon. Ach, der. Wir sind die coolen Kinder, die auf dem Wasser fahren.
Vor allem mit der Maske, ne? Kommen wir hier heil runter? Kirche! Glaube fast nicht. Jetzt will ich doch mal drüber hier. Die Leitplanke mag uns nicht. Husten! Plumps. Driften! Okay, geht nicht so gut, wie ich festgestellt habe. Der hat auch Feuerräder! Bam. Der hat auch Feuerräder! Also ich. Das ist der Fast and Furious Teil in Los Santos. Hört auf zu hupen! Sonst baller ich euch ab! Das ist ein Bus? Da war mal ein Bus. Sag mal, der hat uns ganz klar angerempelt. Aber richtig, die immer diese Cabrio-Fahrer, ey. Ja, noch ein Bus. Da ist noch einer. Ja! Ach, den hatte ich schon abgeschossen. Über diese Busfahrer, ne? Wow. Über diese Busfahrer, genau. Da bist du reingefahren, da konnte ich jetzt nichts für. Ja, ja. Kann man hier abkürzen? Okay, scheinbar nicht. Hallo, tschüss. Hey, ich sagte tschüss. Hallo. Nicht zerstören, nicht zerstören, nee, nicht zerstören. Nee, ich weiß, ich weiß. Wow. Weggepustet. Ich fahre hier mal drüber. Und nächste Runde. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Okay. Hi. Als ob. Okay. Das sollte mir eigentlich nicht so viel Spaß machen. Ich genug gespielt, ne? Hi, hi. Hallo. Kurze wieder, schießen hier. Natürlich. Olli, hast du gut gemacht. Sorry, I thought you were thief. Dieser Chat. Oh Gott, das ist ein Spieler. Schnell weg. Wow. Wie das gerade anhörte. Ui. Oh. Oh gut, oh gut, oh gut. Upsi. Nein, wir sind sichtbar. Das interessiert ihn nicht. Ein Stern, obwohl ich schon einen Bullen kaputt gemacht habe? Ich meine, einen Polizisten. Zerstört habe! Achtung, Helis. Wer, wie, was, wo, warum? Immer diese Häuser! Wieso müssen Menschen überdacht wohnen? Die Stange hängt vorne fest. Hey, hier wäre meine Wohnung.
Wie diese Stange einfach vorne festklebt. Da ist gerade einer aus dem Heli geflogen. Liebe Kinder, das ist nur im Spiel witzig. Wie das aussieht mit dieser Maske. Mit so einer Maske, der Minigun so. Wer ist dir sicher, hä? Wer ist die Kawaii? Ach ja. Die see me roll, the hater. Diese Beschleunigung kennt dieses Auto aber auch nicht. Noch einer, hm? Noch einer! Komm her! Geschieht denn recht? Oh Gott. Bin der denn nicht Auto fahren? Oh. Wow! Wie bin ich da drin geblieben? Alter, das ist doch nicht mehr normal. Nicht da drin geblieben. Weißt du, ich kann das. Trust me, I'm an engineer. Boah, das ist knapp. Da war so eine Lücke war da. Bus. Alter, es ging mir nur um den Busfahrer. Bus. Wow. Es ging mir nur um den Busfahrer. Oh, das, die Stelle gucke ich mir in der Aufnahme noch an. Das ist. Wir sind mittlerweile so gut eingespielt, einfach. Ja. Wir zu zweit aufnehmen. Irgendwas passiert immer, worüber wir uns short lachen können. Ja, genau, und ich stehe hier hinten einfach. Ja, als ob! In einem Capri wäre ich da kopfüber gegen einen Baum geflogen und wäre tot. Aber hier, nee, die Knarre ist mir zu wichtig. Scheiß auf die Physik. Lebt er noch? Der lebt noch, die leben noch. Piep. Keine Zeugen, keine Zeugen. So, der hat jetzt 4 Popolöcher. Hab gehört, das soll gesund sein. Dann ist die Entleerung schneller. Wie du deine Füße auch nicht anheben brauchst oder so. Ich stehe da immer noch so. Oh, jetzt hab ich gerade 44 FPS in der Aufnahme. Alter. Ja, ich 30. Also immer wenn es in den Bunker reingeht, kriegen wir FPS-Drops. Ja, geil. Abgeliefert. Nice. Rang erhöht. Entscheidungstreffer. Awesome. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, die Abmoderation zu machen. Meine Freunde sind voll. Jo. Du bist. Das war's dann auch schon für diese Folge. Freistelle, hast du gewonnen oder was? Ja, und es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen hoch und da könnt ihr auf Abonnieren klicken oder unten in der Beschreibung. Da oben in der Infokarte direkt am Anfang habe ich euch den Paul verlinkt, auch in der Beschreibung, könnt ihr auch mal vorbeischauen, der hat auch andere Let's Plays. World of Tanks ist, glaube ich, sein großes anderes Projekt, ne? Nee. Nee? Das war nur einfach, weil es am besten mit meiner Freundin aufnehmen ließ. Ah. Was ist denn ein Projekt? Was ist denn ein anderes großes Projekt? Es war das mein größtes Projekt, was ich so bringe. Toll. Du willst. Ey, so nicht hier. Allein. Jo. Nein! Du bist. Nein! Geh weg! Du bist.
bin! Du bist! Du bist! Du hast dich verfehlt. Nein, hab ich nicht. So. Ey, müssen wir auf Klo? Der Junge hat robuste Beine, das muss man dem lassen. Okay, bis zum nächsten Mal. Hau rein, macht's gut und tschüssi.